Ja, und man merkt, Sivs Angriffe sind schon ziemlich heftig, stark und schnell vor allem. Und teilweise erinnern sie auch an Artorias Bewegungen. Wusch. Genau, diesen Rundumschlag hatte Artorias nämlich auch drauf. Übrigens schwingt Sif dasselbe Schwert wie Artorias, was ich ziemlich steinisch finde. Nur, dass es bei Sif silbern leuchtet. Ja, weil er die unverfluchte, unverdorbene Klinge führt. Also im Gegensatz zu Artorias, dessen Klinge zu viel Biss geschluckt hat. Oh. Ja. Gut. Artorias Variante war ja recht kaputt. Dong, dong. Genauso wie sein Schild übrigens. Das haben wir ja bei Sif gefunden. Wow. Ja. So ist der Kampf viel zu einfach. Und jetzt kommt das, was ich am meisten an dem Kampf hasse eigentlich. Müsste gleich kommen. Genau, schaut euch das jetzt an. Wir haben Sif fast runtergeprügelt und jetzt fängt er an zu hinken. Und kann fast gar nichts mehr. Jetzt müssen wir ihm sozusagen den Gnadenstoß geben. Und wir kriegen Sifs Seele. Ein Heimkehrknochen und Menschlichkeit. Wie ich diesen Kampf hasse. Da fragt man sich echt, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, Sif am Schluss auch noch so hinken zu lassen. Als ob er nicht schon genug leiden würde, der arme Wolf. So, aber wir haben den Bund von Artorias bekommen. Bund des Artorias. Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritters Artorias mit den Bestien des Abgrundes. Genau wie Artorias ist sein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten. Ja, diesen Gegenstand brauchen wir, um die vier Könige immer bis herauszufordern. Und genau zu denen geht es nun. Also erst einmal zurück zum Leuchtfeuer. Und ja, ich nehme den Fußweg, weil ich noch ein bisschen was zu sagen habe. Nämlich der Bund des Artorias mit den Kreaturen des Abgrunds. Das klingt irgendwie so komisch, weil Artorias ja eigentlich ein Feind des Abgrunds war. Er hat die Darkwaves bekämpft. Oh, hier bin ich falsch. Er hat die Darkwaves bekämpft. Er hat... Hier runter muss ich. Er hat die Darkwaves bekämpft. Er hat gegen die vier Könige, glaube ich, auch gekämpft. Und dann soll er einen Eid mit den Kreaturen des Abgrundes eingegangen sein. Ich glaube eher, dass damit gemeint ist, dass Artorias sich geschworen hat, den Abgrund auf ewig zu bekämpfen. Also, dass er allen Kreaturen des Abgrundes den Krieg erklärt hat, sozusagen, zusammen mit Sif. Und wahrscheinlich in dem Moment, wo Artorias im Sterben lag und Sif diesen Schutzschild gegeben hat, indem er seinen Schild geopfert hat. Sein Arm war ja gebrochen, also war sein Schild ja nutzlos in dem Sinne. Konnte er wenigstens Sif damit schützen, hat er wahrscheinlich auch den Bund verloren und ist damit dem Abyss anheimgefallen. So wie wir es eigentlich tun würden, würden wir ohne Ring den Abyss betreten. Aber ja. Finsterwurzbecken. Das steht immer noch da hinten. Wir haben nun den Bund des Artorias. Mit diesem können wir die Four Kings herausfordern. Und das letzte... den letzten Widerstand des Abyss sozusagen auslöschen. Den Abyss selber kann man leider nicht auslöschen. Der ist nämlich ein großes Dunkel, das wahrscheinlich nur vom Dark Lord selber kontrolliert werden kann.
Und zwar vom richtigen Dark Lord. Nicht von so einem halb ausgegorenen wie Menace, der einfach mal wahnsinnig wird. Wobei das dann, glaube ich, auch wieder die Schuld der Leute von Olakil war und die Schuld der Dark Waves. Weil die Dark Waves haben ja irgendwann angefangen, nicht mehr für Carve zu arbeiten, sondern auf eigene Ziele hinaus. Deswegen hat Carve sie auch verstoßen, sozusagen. Das würde uns natürlich alles sagen, hätten wir die Four Kings als erstes getötet, bevor wir Framed das Lord, den Lord Vessel gegeben haben. So, erstmal aufsteigen. Zauberei einstimmen wäre auch nicht schlecht. Ich hätte nämlich gerne für diesen Kampf die Zauberbarriere mit drin. Verstärkte Zauberbarriere. So. Teleportieren. Feuerbandschrein. So. Nochmal kurz am Feuerbandschrein rasten, dass wir hier respawnen für alle Fälle. Dann brauche ich die Prismasteine hier drin jedenfalls nicht mehr, sondern Wanderflüche wären nicht schlecht. Und ich brauche den Schlangenring, sicher ist sicher. Goldener Schlangenring, so. Mit ihr können wir nochmal reden, oder? Nein, wir brauchen alle Seelen. Wenn wir alle Seelen haben, und wahrscheinlich auch wenn wir sie geopfert haben, hat sie uns noch etwas zu sagen. Aber bis das soweit ist, geht es jetzt erst einmal abwärts. Zurück nach Neu-Londor. Ah ja, nehmen wir die Treppe. Dumm. Jawohl. Hier die Treppe nehmen. Schon mal auf den Wanderfluch umswitchen. Die Jungs hier beten lassen. Jetzt müssen wir uns erstmal doch mal... Ja, ich weiß, dieser Ort ist gruselig. Das braucht ihr mir nicht nochmal noch klarer machen, indem ihr hier rumschreit. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Ein Wanderfluch sollte hoffentlich reichen. Wenn wir uns ein bisschen beeilen. So. Oder wir kriegen noch neue. So, weg mit dir. Und ja, wir overkillen die Geister mittlerweile. Ich mag mein Bastardschwert. So. Komm ruhig raus da. Genau. So. Zwei weg. Du kommst auch noch weg. Ach, hier sind noch zwei. Na, weg mit dir. So. Und dann nehmen wir den Fahrstuhl nach unten. Kämpfen uns durch die Dark Waves, die hier auf uns warten. Wow, gegen das Schild schlagen ist nicht so gut. Au, von ihm getötet werden auch nicht. Heilung.
So. Das reicht mal kurz an Heilung. Und ja, die haben immer noch eine grobe Kelle. Oh. So. So, weg mit dir. Und da hinten müsste noch einer sein. Genau du da. Wow, das war jetzt knapp. Sehr gut. So, da kommt vielleicht der Biester angerannt. So. Der wollte auch wieder mit seiner Hand rumfuchteln. Das habe ich ihm aber gerade ausgeschlagen. So, hier oben müssen wir lang. Hier kurz rein und wieder raus, weil hier kommen gleich wieder Geister und ein Darkwave. Genau, Geist. So, weg mit dir. Dich können wir sogar plündern. Ein grauer Brocken. So. Hier müsste irgendwo noch ein Darkwave rumlungern, genau. Ja, mach ruhig deine Hand da. So. Und hier müsste eigentlich noch irgendwo ein Geist kommen. Oder auch nicht. So. Der Darkwolf ist noch weg. Oder auch nicht. So. Das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn der mich auf die letzten 10 Meter getötet hätte. Ah, weil der Wanderfluch noch wirkt, kann ich keine Zauberbarriere wirken. Okay. Ist alles kein Problem. So, bevor ich durch diese Wand gehe, ziehe ich den Bund des Artorias an. Sieht man schon mal oben den blauen Stiefel. Und geht durch die Wand. Den Geist da oben kann ich getrost ignorieren, der bleibt da einfach stehen. Und ja, theoretisch hätte ich die Hexe Beatrice zu diesem Kampf rufen können, hätte ich sie damals zum Mondlichtschmetterling-Kampf gerufen. Da ich das aber nicht gemacht habe und da der Kampf gegen die vier Könige viel schwerer geworden wäre, hätte ich sie jetzt hier dabei. Lassen wir das einfach mal. So, wir müssen jetzt hier runtergehen, einen ewig langen Turm der Finsternis. Bis zu dessen Ende, das genau hier ist. So, speichern die Zauberbarriere. So, solange sie hält. Und springen runter. Und landen im Abgrund. Und gucken uns gleich mal um. Jetzt müsste nämlich der erste der vier Könige kommen. Genau, da hinten. Ja, und die haben verdammte Ähnlichkeit mit den Nazgûl. Und da merkt man, warum ich die Zauberbarriere anhabe. Wow, nicht wegrennen. Die machen nämlich... nicht wenig Schaden, die Jungs. Und wir müssen sie schnell töten. So. Weil die spawnen in Abständen, sozusagen. So. Einmal trinken. Die spawnen nämlich zeitabhängig. Das heißt, wenn wir uns nicht beeilen, kämpfen wir gegen drei Stück gleichzeitig.